Ja, grüß euch. Da ist der Rollator-Man. Hier findet ihr meine ganzen Zeichnungen, die ich so gemacht habe in der letzten Zeit. Eine Krankenschwester, die war ganz lieb. Dann der Prinz, wie in der Ukraine. Eine hübsche Blondine im Wasser. Eine Wasserhyazinthe. Oder Wassergladiole bei uns im Teich. Dann der Bill Gates, mein bester Freund. Aber auch nur, wenn ich keinen anderen habe. Ja, und der Herr Ex-Finanzminister Blümel. Und das ist der Herr Ex-Gesundheitsminister und die Edstadler. Und das ist meine allerbeste Freundin, die Gewesler. Und das ist der Herr Groß, der gleich Bundespräsident werden will. Und der super gescheite Herr, na, wie heißt er denn, von der EU. Das ist die Oberblaue. Ja, und das ist der Ex-Schwarze, den der Kurz aus drin hat, der Mitterlehner, Herr Mitterlehner. Und das ist der Herr Kugler. Und der Herr Kurz, der Herr Messias. Und das ist der Herr, der Wiener Bürgermeister. Und das ist der, der was alles werden will. Vom Papst bis zur Wirtschaftskammerchef. Ja, und das ist die, wie schon wissen, das ist die Raute von der Frau Merkel. Die Raute. Und das ist die schwarze Johanna, meine Lieblingsfreundin. Und da ist der Bruder Kuss mit dem Kurz. Und da ist nochmal der Herr Mückstein. Hat auch nicht lang ausgehalten. Und der Herr Nehammer. Ja, und die Behemela. Mein Herr Nehammer. Der war nicht ganz so schön. Dann haben wir nochmal den Herr Mückstein, weil der war besonders fotogen. Den habe ich öfters halt gehabt. Der Grauper, der Nicke. Und der Putin mit dem Sleeping Eye Joe. Wobei der Sleeping Eye Joe gefasst ist. Ja, und die Katharina Reich, Gecko-Chefin. Das sind wir zweimal reingerutscht, kann nichts machen. Dann ich einmal und die Pamela. Und da die adelige Graf Außenminister. Der steirische Windrad, der Herr Schützenhofer. Das ist der Erfinder von einem Impfstoff, der Dirk. Nichts gegen die Dirken, aber der ist stark reich geworden die letzten zwei Jahre. Ja, der hat nämlich zaubern können, offenbar, so wie der Zauberer da. Und da kriegt einer seinen Jackerl. Hoffentlich war es nicht das Letzte. Also eine von den Guten, die Gertrud Jesterer. Das ist Krems bei Nacht. Dann haben wir Strafmann erzählt. Das ist ein vietnamesischer Weiser, der leider gestorben ist, aber er war schon hoch in die 90. Ja, die drei offen. Nichts her, nichts sehen und nichts reden. Das Hotel Stefanie. In Fislau. Habe ich auch schon x-mal. Das ist der Malboot. Das Café Post. Und die Gang von der Kirche. So, und das war es wieder einmal.
der letzten Zeit. Pfiat euch, grüß gut und auf Wiederschauen. Gesund bleiben, reinbleiben, wenig rauchen. Nichts geht nicht.